So, und nochmal hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, mit mir ist Stefanie Anderkeck und heute einem SSO-Video, denn Bubble Tea wird heute ausgelevelt. Ich habe den gestern nicht mehr geschafft, weil ich hatte keinen Rennen mehr. Und ich dachte mir, ich mache mal ein Video. Ihr seht, dass ich meinen Bubble Tea auslevel. Und die Frage ist, ja, morgen kommen ja die Haflinger. Und ich hoffe, dass Star Stable heute den Trailer rausbringt, weil es ist heute immer noch nicht da. Also seit gestern warten wir auf den Trailer und heute ist es auch noch nicht da. Ich hoffe, dass es heute Abend, Mittag irgendwann mal kommt, der Trailer von den Haflingern. Weil ich will es um, ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie die halt sind und wie die Gangarten sind. Die haben ja ein Bild gepostet auf Instagram oder auf Facebook. Also Facebook sehen die auch. Ich habe es auf Facebook nur gesehen. Aber auf Instagram haben sie ja haben sich inspirieren lassen von den Haflingern. Die waren ja Besuch bei einem, der einen Haffi hatte. Und er hat den halt angeschaut und so und hat versucht, ein bisschen von den Haffi, was sie halt bekommen haben, daraus was zu machen. Und ich hoffe sehr, dass er bald der Trailer kommt. Ich kann das kaum erwarten, die zu sehen. Und ich will endlich mal wieder mal bewerten und Reaktionen. Ich will auch sagen, dass ich das in Livestream mache. So Live-Reaktion. So. Weil ich denke, viele mögen es lieber so Live-Reaktion, wie man so reagiert. Dann ist es meistens immer so lustig, wie die Leute immer so darauf reagieren, ob sie richtig gehypt sind oder so. Nee, nicht so meins oder so, ne? Man weiß halt nicht, ne? Und ja. Und ich höre mich immer noch ein bisschen. Ja, ich habe heute 11 Uhr bis 11 Uhr 17 geschlafen, Alter. Ja, ich war auch lange wach. Also nicht wundern, ich weiß gar nicht, wie lange ich wach war. Es kann sein, dass es bis 0 Uhr gewesen ist. Ich habe noch ein bisschen ferngeschaut. Ja, und dann irgendwann war ich zu müde, weiterzuschauen. Und wie gesagt, ich habe den gestern nicht mehr ausgelevelt bekommen, weil ich hatte kaum Rennen mehr gehabt. Und es war noch so lange hin. Deswegen werde ich den jetzt ausleveln und ja, ich werde auch heute auf meinen Araber sitzen. Ich lasse genug Level noch da, also wir werden trotzdem so ein bisschen Rennen machen und vielleicht ein bisschen Steilhilfe oder so. Mal was anderes auch mal ein bisschen, weil ich will ein bisschen Schillinge verdienen, weil ich will noch die Set holen, die kommen, also die beim Baroness Strecke sind. Und ja, weil der Sattel kostet zum Beispiel 10.000 Starcoin, 10.000 Stillinge, oh Gott, nicht 10.000 Starcoin, Alter, voll überteuert, ne, 10.000 Schillinge und ja, und ich will es halt sehr viel sparen und es ist, ja, und ich weiß nicht, was für ein neues Outfit die rausbringen, wenn der Haffi da ist. Ich weiß nicht, ob die überhaupt ein neues Outfit rausbringen an Zahnzeugen, also Tränzen oder an Sattel oder Satteldecken. Ich weiß es nicht, was sie so ja, jetzt rausbringen wollen oder rausbringen wollen. Es, wie gesagt, es bleibt ja noch, ja, eine Überraschung. Und ich freue mich auf das neue Kauffenster. Auf jeden Fall, da sehen wir wieder das schöne Kauffenster. Ich finde den echt genial, weil du da halt die Gangarten ansehen kannst, bevor du die kaufst. Und dann, wenn es dir gefällt, kannst du es dir kaufen. Oder wenn es dir nicht gefällt, musst du es dir nicht kaufen. Und das ist halt praktisch von den neuen Kauffenster. Und ja. Und so weit, so gut. Und übrigens, Leute, ich habe fast die 800 Abos geknackt. Mir fehlen noch 9 Abonnenten, 9 noch und dann habe ich genau 800. Aber das Problem ist, es wird dann so sein, dass, ja, ihr wisst ja, dass ich am 18. Juni gehe ich in den Urlaub. Das heißt, es wird halt nicht so oft gestreamt.
Und da habe ich wieder ein bisschen Schiss, dass ich das Paar halt deabonnieren, weil ich halt in Urlaub bin und nicht streamen kann. Ich gebe ja immer voraus Bescheid, wenn ich in Urlaub gehe, fahre, ob in Videos, ob in Beiträgen. Weil ich hatte es immer so eine Erfahrung gehabt, immer wenn ich halt Urlaub war, ich war ja 2 Wochen meistens nicht da. Und dann habe ich gesehen, oh, so viele sind wieder gegangen, weil ich halt nicht im Stream nicht gestreamt habe, weil ich meinen Urlaub genossen habe und solche Sachen. Und ja, okay, das sind halt bestimmt welche, die halt das nicht akzeptieren oder nicht mögen, keine Ahnung. Jeder ist halt anders. Aber ich finde, es ist halt, mir ist es sowieso nicht so wichtig mit Abos. Ich sag ja nicht, dass es mir für mich wichtig ist, aber ich sag's halt nur, wie ich es halt immer finde. Und ich merk's ja auch, wenn ich halt mal Tagen nicht, 2 Wochen mal nicht live bin, weil ich halt Urlaub habe. Und dann muss man halt auch Verständnis haben dafür, wenn ich in Urlaub bin, also 2 Wochen. Also ich bin ja wieder für 2 Wochen so circa. Also von, nee, glaube ich, drei. Ich glaube, es sind drei diesmal. Ich weiß es nicht. Es sind von 18. bis 7.7. 7.7. komme ich wieder nach Hause. Also ich bin eher eine 7.8. wieder zu Hause, weil wir wahrscheinlich durchfahren werden. Wahrscheinlich wieder, weil mein Skifahrer ist immer so. Er fährt meistens durch bis bei mir zu Hause. Und ja, und dann sind wir halt da. Dann habe ich noch Wochenende und dann muss ich halt wieder arbeiten. Deswegen, ja. Deswegen spreche ich halt nochmal darüber, weil ich weiß, ich habe so viele Abos, ich freue mich und dann, wenn ich halt wieder daheim bin, also zu Hause bin und halt wieder anfange zu streamen, dann sehe ich, oh, dann haben sie viele wieder verlassen, weil, ja, weil es halt kein, weil die denken, es kommen keine Videos mehr, obwohl das nur halt Pausen sind, Urlaubspausen. Und ich weiß nicht warum, aber ich, ja. Ne? Aber ist ja egal. Also für mich ist es sowieso egal, aber. Aber ich finde es schon ein bisschen traurig, ein bisschen. Zum Beispiel wäre man für jemanden traurig, wenn man Erfolg sieht und dann muss man. Dann ist man halt in Urlaub und so, solche Sachen, aber ich bin nicht so kleinlich. Ich sage immer so, ich kriege schon die Abos ja wieder. So ist es nicht. Ich kriege meine Abos ja wieder. Ich brauche Zeit und Geduld und dann habe ich ja die wieder, ja, dann, ne? Also, so oder so. Und ich bin ja stolz, was ich da geleistet habe. Also, ihr müsst überlegen, ich mache das alles nur als Hobby, ne? Also, ihr müsst ja halt. Ich mache es nicht, YouTube ist nicht mein Beruf, sondern nur mein Hobby. Und ich mache das täglich, jeden Tag für euch auch. Ich mache es für euch, ich mache es für mich auch, weil es mir Spaß macht, weil es euch Spaß macht, mir zuzuschauen und mitzumachen, ein paar Spielen. Klar, nicht alle Spiele sind gut für euch oder mögen es, aber ich finde es trotzdem toll, dass ihr viele trotzdem schauen, auch wenn es die das Spiel nicht haben oder nicht mögen. Also jeder, ich bin ja sowieso, mein Kanal ist sowieso für alles möglich. Also ihr könnt, es sind nur Star Stable, also wenn ihr nur Star Stable YouTuber seid oder gerne lieber Star Stable schaut, dann guckt ihr einfach nur Star Stable Streams oder Videos und für andere oder Minecraft Video Streams habe ich auch ein paar, die ihr gucken könnt. Also mein Kanal ist ja zum Glück sehr, also sehr gemischt. Und ich finde auch wichtig, dass man nicht nur Star Stable macht. Zum Beispiel, ich bin sowieso ein Mensch oder ein Spieler, die nicht nur Star Stable spielen will. Weil für irgendwann, ich spiele sehr gerne Star Stable, ich liebe Star Stable, aber irgendwann ist Star Stable auch mal langweilig. Weil nur Star Stable, weil bei mir ist es so, ich mag es lieber leveln und halt soll ich sagen, und Roleplays habe ich eh sowieso bisschen die Schwierigkeit. Zwar ich habe es mal versucht, aber es ist halt manchmal schwierig, in Star Stable ein Roleplay zu machen. Weil man halt vieles überlegen muss und dann braucht man viel Zeit. Und dann muss die Videos gut stimmen. Dann muss die ganz genau anpassen und solche Sachen. Und das ist halt
Klar, das ist Arbeit, das mache ich auch gerne. Also Arbeit, solche Arbeiten sind mache ich gerne, aber ich habe halt nicht die Zeit dafür, weil ich habe ja noch halt nebenbei auch privat viel zu tun, meistens auch Hintergrund manchmal und oder ich habe auch ich habe ja auch wie heißt es? Privat sehr viel tun oder halt arbeiten. Wenn ich wieder arbeiten bin, habe ich auch wieder viel zu tun. Dann muss ich gucken, dass ich halt meine Plusstunden wieder bekomme. Das heißt, es wird im Stream werde ein bisschen kürzer sein. Also es wird auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall streamen. Ich werde trotz, wenn ich um 20 Uhr, ich sage um 20 Uhr muss ich arbeiten. Kommt drauf an. Also es kommt drauf an. Wie lange ich insgesamt es kann, oder wie viel Arbeit es für uns ist, und dann so lange arbeite ich auch. Und wenn ich, kommt drauf an, also wenn ich trotz um 20:11 Uhr kommt mein Bus, ich werde so um 20, so halb 9 da sein. 21:30 Uhr werde ich ungefähr zu Hause sein, denke ich mal. Ungefähr jetzt. Dann werde ich trotzdem streamen, aber halt nur eine Stunde. Also es wird halt nicht länger als eine Stunde werden, weil ich ja dann direkt dann halt dann beende und dann halt schlafen gehen werde und dann halt für den Frühschicht, aber für den Spätschicht weiter. Aber ich werde halt, wenn ich halt die Spätschicht haben, werde ich auf jeden Fall voraus Videos machen, damit ihr immerhin trotzdem Videos habt, auch wenn es halt ein bisschen blöd ist. Aber ich kann halt nicht mittendrin streamen, das geht einfach nicht. Ich muss auch arbeiten und ich muss darf halt nicht vergessen, dass ich auch einen Job habe und ich will ja dadurch jetzt meinen Job nicht vernachlässigen und so. Deswegen ist es halt wichtig für mich. Und ich will halt, für mich ist es auch wichtig, dass ich halt von meinen Minusstunden loswerde. Und dass ich halt Plus bekomme und dass ich halt auch sehr viel Plus bekomme, damit ich auch mal irgendwie an einem Wochenende oder so frei machen kann, wenn, je nachdem wie viel Plusstunden ich habe und dass ich gut ausgezahlt bekomme und ich muss halt mich halt jetzt auch anstrengen. Also es wird aber alles nochmal kommen, wenn ich dann wieder anfange zu arbeiten. Ich denke, ich muss ja eh am Donnerstag zum Arzt und mal gucken, ob ich ab Freitag wieder arbeiten kann oder erst ab nächste Woche. Das hängt davon ab. Aber ich hoffe, dass ich halt arbeiten kann, wenn es Pfingsten ist, also am Samstag, weil ich ja dann halt die Plusstunden bekomme. Ich kriege Überstunden, 6 Stunden Überstunden. Das ist halt sehr viel und ist sehr gut. Und deswegen wird es mir helfen, sehr, dass ich halt die Minusstunden loswerde. Und ich werde ja auch, wie gesagt, bei Frühschicht muss ich gucken. Ich weiß nicht, ob ich bei Frühschicht länger machen kann als jetzt. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob ich es machen kann, aber das muss ich halt machen. Ja. Weil ich will die Minusstunden loswerden, weil es hat durch den Corona-Scheiße, ja, sag ich jetzt mal, Corona-Scheiße, ist es halt alles aufgehäuft und ich muss es halt wieder loswerden, weil es wird wahrscheinlich keine Kurzarbeit mehr geben, denke ich mal, weil keine Ahnung, weil das ja, weil wir jetzt ohne Maske rumlaufen können und ja, denke ich mal. Und wer weiß, was halt denn halt Herbst ist oder so, oder wenn es wieder kälter wird, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt noch Masken tragen müssen, weil es macht mich für sowieso keinen Sinn, wenn es wieder nur in Sommermomenten, wenn es wieder Sommerzeit ist, dass es halt wieder die Kurzarbeit ja weg ist und dann wieder oder halt die Masken nicht mehr, keine Maskenpflicht mehr ist und dann wieder erst im Herbst, weil da wieder Krippenzeit meistens ist. Und dann dürfen wir ja wieder alle Masken tragen. Also ich manchmal verstehe ich das nicht, aber ich hoffe, wir müssen keine Masken mehr tragen, außer Bus und Bahn. Also Bus und Bahn ist ja noch Pflicht.
Masken zu tragen, aber zum Glück nicht mehr beim Einkaufen. Das hat mich immer so gestört beim Einkaufen, die Masken zu tragen. So, meine Lieben. Ich denke mal, ich habe ja schon ein bisschen was erzählt und so. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim heute Abend oder Mittag. Mal gucken, wie viel wir denn. Ich denke, dass wir heute nur Star Stable machen. Und mal schauen, wann ich Star Stable bringe. Mal schauen. Aber bis demnächst. Bis zum Star Stable Stream. Ciao, ciao. Und heute bin ich auf Server 5. Genau. Nee, doch. Doch, 5. Gestern war ich 4. 5 bin ich heute. Also dann, ciao. Yeah, we